Hi, ich begrüße euch hier am Fluss. Eisige Zeiten stehen uns bevor und bereits meine Anfahrt, die war von ganz schön Problemen geprägt. Wir werden in den nächsten Tagen hier am wunderschönen Inn auf Quappenjagd gehen und diesmal will ich auch probieren, noch einen anderen Raubfisch zu fangen. Vielleicht ein Hecht, vielleicht ein Zander. Wir nehmen euch mit zu einem spannenden Wintertrip. Ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera seht. Es ist schon leichter Graupel, leichter Schneefall. Kommt runter, also es liegt was in der Luft, bewölkter Himmel. Vielleicht kommt noch mehr Schnee dazu. Ist ganz schön kalt, bitter kalt, aber das Winterangeln übt auf mich eine ganz große Faszination aus. Genauso geil wie im Sommer. Und man braucht aber auch bei dieser Fischerei ein paar bestimmte Punkte, an die man sich hält, damit man es hier draußen in der Kälte aushalten kann. Den ganzen Tag in der Sonne bei 30, 40 Grad zu sitzen, ist nicht einfach. Aber bei Minusgraden am Fluss und dann auch noch einen Fisch zu fangen, das wird definitiv auch nicht einfach. Wir werden euch auf jeden Fall zeigen, was wir da an wichtigen Ausrüstungsgegenständen dabei haben. Aber jetzt erstmal hier zu meinem Bulli. Denn die Anfahrt zu meinem Freund und Angelpartner, da kommen wir an der Ecke vorbei. Servus. Martin kennt er ja alle. Die war alles andere als einfach. Ich habe ca. 500 Kilometer jetzt auf dem Tacho. Und nach den ersten 80 Kilometern ist plötzlich die komplette Leistung weggegangen. Ich überlege, was ich mache. Wurde abgeschleppt, zurück ins Autohaus. Hatte Glück, dass die mir direkt geholfen haben. Die haben gesagt, ja komm, es sind 3 Tagen, gucken wir mal durch. Aber ich habe gesagt, ich muss angeln. Ja, und was war? Unser Freund Marder war da. Gestern Abend bei mir zu Hause ist er hier rein und hat schön ein paar Kabel durchgefressen. Oder vielleicht stinkt mein Auto auch so krass nach Fischresten, ja? Die ganzen Setzkescher, Keschernetze, Taschen, alles was mit Fischen Berührung kommt. Jetzt im Winter beim Deadbaiten habe ich ja viele Taschen auch im Auto, wo noch so ein paar Köfis als rumliegen. Auf jeden Fall hat er mir einen schönen Schaden angerichtet. Alles ist aber gut. Mit etwas Verspätung bin ich hier am wunderschönen Inn angekommen. Übrigens, da drüben ist Österreich. Auf diesem Wege viele Grüße an die Ösis, die jetzt im Video dabei sind. Und hier drüben sind wir im schönen Bayern. Und da steht der Martinho. Und der hat mir was ganz Wichtiges besorgt, damit heute Nacht nicht der nächste Marder hier reingeht. Und den Schaden, den ich bereits bezahlt habe, der jetzt behoben ist, noch mal vergrößert. Was hast du mitgebracht? Ich habe hier WC-Steine, die kannst in den Motorraum hängen bzw. unter das Auto, in der Hoffnung, dass die den Marder abschrecken. Habe ich mal gehört, dass das recht hilfreich sein soll, dieser beißende Geruch von diesen Dingern. Wir haben hier sogar die guten geholt, ja, WC-frisch, der Duo-Duftspüler, ja. Also wirklich, Jungs, passt da auf, wenn ihr so ein Vieh zu Hause habt. Wahrscheinlich gibt es noch bessere Hilfen, aber jetzt erstmal beim Angeln, dass hier nicht aus dem Wald der bayerische Marder meinen hessischen Marder von zu Hause riecht und auch noch reinrennt, weil dann drehe ich komplett durch. Hängen wir sie rein irgendwo. Auto steht jetzt erstmal. 2 Tage haben wir jetzt erstmal uns vorgenommen. 2 Tage, 2 Nächte. Quappenjagd. Und vielleicht auch den einen oder anderen Raubfisch ans Band zu bekommen. Wir haben alles dabei. Wir befinden uns noch nicht in der Schonzeit. Also wir dürfen auch noch mit Fischfetzen und so weiter jetzt angreifen. Einige von euch erkennen vielleicht auch den Platz. Hier waren wir vor einem Jahr schon mal, wo wir bereits den ersten Quappenversuch wagen wollten. Ja, wo ich meine erste Quappe mit Martinho zusammen fangen durfte. Ich finde die Fischart ja wirklich komplett crazy, also komplett spannende Fische, die sich halt jetzt in der kalten Jahreszeit bei richtig kalten Wassertemperaturen komischerweise am besten fangen lassen. Und da hatten wir uns auch diesen Bereich hier schon mal vom Inn angeschaut, hatten aber das Problem, dass relativ viel Wasser war. Und da haben wir beschlossen, es hat keinen Sinn, da sind wir an einen anderen Platz gefahren. Das Video zu diesem Quappenfilm findet ihr auf meinem Kanal, letztes Jahr im Februar, Ende Februar, glaube ich, habe ich es veröffentlicht und jetzt ist der nächste Angriff. Wir hatten damals gut gefangen, also gleich in der ersten Nacht hat es perfekt geklappt. Martinho ist damals noch zu den Nachbarn geschlappt und hat sich da Mitternacht Mehl geliehen. Mega Aktion. Und jetzt wollen wir mal probieren, hier wirklich so eine Urquappe ans Band zu bekommen. Urquappe bedeutet für mich eine Quappe über 50 cm. Das wäre schon mega.
Vielleicht klappt es auch mit einem schönen Zander hier im Inn oder einem Hecht. Wir probieren alles aus und ihr seid dabei, wird auf jeden Fall spannend. So, und jetzt schauen wir mal, wo die Klosteine ihren Platz gefunden haben. Einer hängt hier vorne und einer hier an der Seite. Auf jeden Fall riecht es in meinem Motorraum jetzt picobello. Und ich hoffe wirklich, falls der Marder zuschaut, bleibt draußen. Und jetzt geht's ans Aufbauen. Die Karre ist voll. Ich lasse euch gerade mal reinschauen. Alles dabei, was man für einen Wintertrip jetzt hier braucht, damit man sich auch in der Eiseskälte draußen gemütlich machen kann. Wir bauen jetzt auf und dann steigen wir ein ins Abenteuer Winterangeln hier am Inn beim Quappenschnappen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Da kommt man selbst beim kältesten Wetter hier richtig ins Schwitzen. Die Hütte steht, das Zelt ist aufgebaut, alles eingeräumt, bereit für die kalte, klärende Nacht. Normalerweise, wenn man im Sommer unterwegs ist, baue ich das Zelt als letztes auf. Als erstes kommen die Ruten ins Wasser. Aber aktuell ist man halt froh, wenn man dann einen Zufluchtsort hat, wo man vor der Kälte sich zurückziehen kann und sich die kalten Pfoten ein bisschen wieder auftauen kann. Martinho baut gerade im Hintergrund seine Abschussanlage auf, sein Treepot. Ich werde auf jeden Fall, sofern ich sie hier im steinigen Innufer reinbekomme, meine Wallerrutenhalter benutzen. Ja, und jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Es wird in einer halben, dreiviertel Stunde dunkel. Wir haben kurz vor vier, halb fünf ist hier wahrscheinlich Mitternacht. Und jetzt müssen die Ruten ins Wasser. Ich gehe gerade mal mit euch kurz ins Zelt, wie es da aussieht. Bei der Winterfischerei jetzt ist es natürlich zu zweit am gemütlichsten und auch am wärmsten. Hier vorne gleich im Eingang haben wir unsere Zeltheizung stehen. Links und rechts die beiden liegen. Hinten ein Tisch, da werden wir kochen. Aber Martinho hat natürlich auch seinen Mega-Grill dabei. Wir wollen es uns ja gut gehen lassen. Ja, und jetzt geht's an die Ruten. In der ersten Nacht werde ich mir überhaupt keinen großen Stress geben. Die Zeit ist jetzt auch gut vorangeschritten, vor allen Dingen durch die Verzögerung mit meinem Auto, durch den Marderschaden. Ich werde heute Nacht nur auf Quappen gehen. Eine mit Tauwurmangeln und eine mit einem kleinen Köderfisch. Aber wer weiß, auf einen kleinen Köderfisch kann ja auch ein Zander oder ein Hecht draufgehen. Martinho ist schon ein bisschen weiter als ich. Der bereitet gerade seine Ruten vor. Ich werde meine jetzt vorbereiten. Und Finny gräbt da hinten irgendwo einen Damm um und sucht Mäuse. Finny, die Mäuse halten Winterschlaf. Kann man ja erzählen, haben wir Ruhe. So, Action. Ging jetzt wirklich super rein, hätte ich mir schwerer vorgestellt. Aber so ein robuster Welsrutenhalter hilft euch natürlich auch, eure Rute schön steil zu stellen. Ich habe nicht so ein Treepot, so ein Dreibein, wie sie der Martin benutzt. Wenn jetzt hier richtiger Betonboden wäre, hätte ich wahrscheinlich mit den Dingern verloren. Aber hier zwischen den Steinen kriegt er die gut reingerammt und die Rute steht schön aufrecht. Ganz wichtig beim Grundangeln, damit wir einen Großteil der Schnur aus dem Wasser rausbekommen, nicht so einen Strömungsdruck drauf haben, weil draußen hier hinter der Kante hat der Inn schon Zug. Da zieht der Fluss gut durch und deswegen die Ruten schön hochstellen. Und dieses Mal, euch wird es ja aufgefallen sein, habe ich auch keine Fiederruten am Start, denn ich wusste nicht genau, was an der neuen Stelle auf uns zukommt. Martin hat mir nur am Telefon erzählt, wir haben drei Stellen zur Auswahl. Für die haben wir uns entschieden. Ich habe
ja auch vorgehabt, weil wir jetzt ein paar Tage mehr Zeit haben als bei unserem letzten Quappenfilm hier, habe meine Hechtrouten eingepackt. Sind auch schöne lange Ruten, sind zwar ein bisschen stärker als die Fiederrute, also werden nicht so sensibel die Quappenbisse anzeigen, aber ich will das probieren, weil ich mir nicht genau sicher war, auf was ich überhaupt angeln will. Will ich rein auf Quappe angeln? Das werde ich heute Nacht tun. Aber morgen werde ich dann auch probieren, mit größeren Deadbaits zu angeln. Da will ich ein bisschen flexibler sein. Das wird mit der Fiederrute nicht mehr so möglich sein. Und hier an dem Spot haben wir auch eine große Wasserfläche. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie weit die Köder ausgelegt werden. Ich bin ja hier kompletter Neuling in dem Revier. Und deswegen habe ich meine Hechtruten eingepackt. Mit denen bin ich auf jeden Fall schön flexibel. Die Spitze ist trotzdem noch relativ feinfühlig. Da merke ich auf jeden Fall, wenn eine große Quappe, die wir vorhaben zu fangen, beißt. Kann aber auch morgen problemlos auf größere Köder wechseln, einen großen Köderfisch rauslegen, habe ich alles im Gepäck. Und ja, bin so ein bisschen flexibler als mit einer Fiederrute, die vielleicht für die großen Köder und dann auch schweren Bleie etwas zu weich ist. Heute Nacht, in unserer ersten Nacht, geht es definitiv erstmal auf die Quappe. Einmal mit Fischfetzen, einmal mit Tauwurm. Montagen baue ich jetzt schnell zusammen. Und morgen schauen wir dann mal, wie es weitergeht. Das ist ja gerade das Spannende beim Angeln im Winter. Man muss eigentlich über jeden Fisch froh sein, den man da ins Band bekommt. Und deswegen auch so flexibel wie möglich angeln. Aber jetzt erstmal schnell die Montagen fertig machen. Weil gleich ist es dunkel. Meine zwei Montagen habe ich vorbereitet. Eigentlich relativ simpel. Ich habe hier einen kleinen Abstandhalter, damit meine Hauptschnur nicht hier über die spitzen Steine läuft. Ich fange jetzt mal an mit einem 70 Gramm Grundblei. Ich hoffe, das bleibt liegen. Wenn nicht, müssen wir halt hier erhöhen. Wir haben jetzt Blei bis 120 Gramm mit eingeplant. Gummipelle drauf und ein Wirbel. Ich werde jetzt erstmal mit Einzelhaken starten, das Angeln. Auf einem, wie gesagt, kommt ein saftiges Tauwurmbündel. Zwei Tauwürmer werde ich da aufziehen. Und auf die zweite Rute kommt ein Fischfetzen. Richtig schöne, saftige Tauwürmer. Ich habe mir jetzt hier ein 40er Mono als Vorfach auf einen Einzelhaken in der 2.0er Größe gebunden. Wir wollen ja eine große Quappe schnappen. Die Würmer fädel ich auf. Denn so können sie relativ schwer von den Quappen runtergezogen werden oder die Weißfische den Wurm runterropfen. Das war auf jeden Fall bei der letzten Quappenjagd die Erfolgsmethode. Und der vertraue ich auf jeden Fall nochmal. Bevor ich jetzt den Wurm bis zur Hakenspitze schiebe, werde ich von unten noch einen gerade so auffädeln, dass der sich ein bisschen bewegt. Zweimal durchgestochen. Und habe doch so wirklich einen ganz leckeren Happen am Band. Erste Rute ist scharf. We'll be right back.
Die erste Rute sitzt. Ich vertraue zur Bissanzeige auf unsere Hellsbells-Glocken mit dem Knicklicht oben drin. Bin mal gespannt, was Martino drüben macht. Der ist, glaube ich, gerade auch am Fertigwerden. Und auf die zweite Rute wird jetzt noch ein Fischfetzen draufkommen. Und dann bin ich mal gespannt, ob es in der ersten Nacht schon klingelt und wir hier am Inn, dem Grenzfluss zwischen Deutschland und Österreich, eine Quappe ans Band bekommen. Jetzt gehen wir mal rüber zum Martin, mal gucken, was der macht. Und dann baller ich meine letzte Rute raus. Ich habe jetzt hier eine Seitenarmmontage mit einem kleinen Fischfetzen drauf. Warum hast du da jetzt noch einen Bissanzeiger draufgeschaltet? Hast du deine Bremse offen? Ich habe einen Freilauf jetzt drin bei der Rolle, weil ich das im Zelt mit dem Funkbissanzeiger, mit dem Funkempfänger vom Bissanzeiger besser höre. Ich habe keinen Piepser am Start. Ich vertraue da auf meine Glocke. Gut, meine steht halt auch direkt vorm Zelt. Martinius, sein Pott haben wir ein bisschen Fluss abgestellt. Schauen wir mal, ja. Aber man muss ja testen. Ich bin auf jeden Fall nicht der Quappenexperte und kann da ja auch nur lernen. Martinho sehe ich aber gerade, der macht auf seine zweite Rute oder auf seinen zweiten Haken jetzt auch einen Tauwurm drauf. Martin hat mir hier auch ein kleines, aber feines Fischfilet vorbereitet. Ihr habt es ja bei Martin schon gesehen. Wichtig ist jetzt, dass wir die relativ sicher und trotzdem fängig anködern. Das machen wir genauso wie die Leber. Wie ich mit der Leber auf Wels geangelt habe, ich steche jetzt einmal durch, drehe die ganze Schose wieder ein bisschen nach hinten, gehe nochmal durch, drehe es wieder, schiebe es nach oben, gehe unten raus. Unten, ähnlich wie beim Wurmbündel, hängt jetzt so ein kleiner Schnapper unten weg. Jetzt kommt die vierte Rute in den Teich, oder besser gesagt in den Fluss. Bin gespannt, ja. Wallerglocken sind auch zum Quappenangeln bestens geeignet, weil durch die Haarklammern hier unten greifen die schön auch an den Stegen zwischen den Ringen von dünneren Rutenblanks. Dann fliegen sie euch auf jeden Fall nicht weg, wenn die Rute oder die Quappen pfeift. Ganz, ganz zaghafter Biss. Ganz vorsichtig. Bin jetzt sicher, ob es die erste
Krabbenaktion war. Spannend. Und eis, eiskalt hier draußen. Eiskalt. Ja, schon was drauf. Es war so ein zaghafter Biss, wir wussten jetzt gar nicht, ob wir hier anschlagen sollten. Wir haben gedacht, das Blei springt hier in der Strömung. Die erste Quappe. Die Ruhrten hier vom Inn sind am Band auf den Tauwurm. Ihr denkt wahrscheinlich, wir haben stockdunkle Nacht. Aber es ist jetzt 18 Uhr. Winterzeit wird es früh dämmerig. Ja? Die Jungs sind unterwegs. Geil. Ja, die erste Quappe ist im Kasten, oder besser gesagt in der Kühlung. Die hat so tief geschluckt, die gibt es morgen Mittag als einen leckeren Snack. Also es funktioniert auch, wie ihr sehen könnt, mit den Deadbait-Ruten, mit den Hechtruten. Natürlich sind diese an der Spitze nicht so empfindlich wie die Fiederruten. Aber diese Quappe wollten fressen. Ich habe jetzt alles wieder neu beködert. Wieder einen saftigen Wurm drauf. Das obere Stück aufgefädelt, den unteren so schön quirlig lassen. Der Fischfetzen hat bis jetzt keine Aktion gebracht, aber den Wurm wollten sie. Und das war schon letztes Jahr der Bringer. Aber warten wir mal ab, wir wollen ja eine Dicke. Das ist ja der absolute Wahnsinn, oder? Der absolute Winterwahnsinn hier am Inn. So ein zaghafter Biss. Und auf die erste Quappe gibt es jetzt erstmal einen richtig guten Tee. Und dann zeige ich euch, was Martin in seinem Hänger drin hatte. Wahnsinn. Es wird auf jeden Fall noch richtig kuschelig hier bei uns am Innufer. Eiskalt hier draußen. Aber ich bin mega happy, dass wir schon die erste Ruten fangen durften. Und um hier die Uferbeschaffenheit am schönen Inn nicht zu zerstören, hat der Martinho seine private Feuerschale mitgebracht und sogar Holz von zu Hause. Feuer gehört zum Quappenangeln wie ein Glühwein zum Weihnachtsmarkt. Eisig kalt draußen. Erstmal schnell in der Früh wieder die Heizung anmachen, weil nachts machen wir das Teil aus. Hat zwar eine Sauerstoffsicherung, aber ist mir doch zu gefährlich. Und es ist ja viel angenehmer, wenn man im warmen Schlafsack drin ist. Und vor allen Dingen, ich zeige euch mal mit das Wichtigste für eine Fischerei jetzt draußen: eine Wärmeflasche unten im Schlafsack. Tagsüber, bis es ins Bett geht, haben wir die Zeltheizung an, damit wir ein bisschen angenehmes Klima hier im Zelt haben. Und wenn es dann nachts in die Mupfel geht, das Ding unten an die Füße geschoben, wärmt den ganzen Schlafsack auf, hält
10 Stunden Wärme drin, mollig warm, absolut top. Eine eisige Nacht liegt hinter uns und gestern Abend hat es ja gleich gut geknallt. Die erste Quappe kam. Gut, ich bin bei dem Quappenangeln auch wirklich verwöhnt. Letztes Jahr bei der ersten Session mit Martin haben wir nur eine Nacht geangelt und hatten auch gleich Erfolg. Aber dieses Jahr ist halt alles anders. Ihr habt es ja draußen auch gesehen. Das Wasser ist sehr, sehr klar. Der Wasserstand ist sehr, sehr niedrig. Also ein bisschen trüberes Wasser, ein bisschen höheres Wasser wäre wahrscheinlich besser, dass die Jungs richtig anfangen zu ziehen. Die Temperaturen passen. Wir haben zwar jetzt keinen richtigen Schnee mehr leider, aber es ist trotzdem richtig eisig nachts. Schnee wäre natürlich perfekt beim Winterangeln. Das macht das Ganze noch mal viel gemütlicher. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir haben jetzt heute den ganzen Tag Zeit. Eine Nacht bleibt uns noch, die kommende. Ob wir noch einen Erfolg haben, ob wir noch an die große Quappe rankommen. Ich habe keine große Erfahrung, ob Quappen sich auch tagsüber fangen lassen. Das müssen wir einfach probieren. Fakt war, auf Wurm hat es geknallt. Wir haben aber auch noch kleinere, komplette Köderfische dabei. Gestern Abend hatten wir ja dann noch mit auf Fischfetzen gesetzt. Das werden wir jetzt aber probieren, nochmal ein paar Routen umstellen, ein paar neue Köder draufsetzen. Und dann bin ich doch guter Dinge, dass da nochmal was zoppelt. Ganz auffällig war, wir hatten einen Biss. Keine Aktion von Weißfischen, kein Fehlbiss, kein gar nichts bis jetzt. Eine Aktion, die Quappe hing perfekt, hat ja ganz tief geschluckt. Die gibt es heute Mittag dann auch auf dem Grill. Aber sonst ist nichts passiert. Ja, kann mit dem ganz klaren Wasser jetzt zusammenhängen, kann auch damit zusammenhängen, dass das Wasser einfach so kalt ist aktuell, dass viele andere Fischarten so gut wie gar nichts jetzt mehr zu sich nehmen und nicht richtig aktiv unterwegs sind. Wir werden jetzt erstmal gemütlich frühstücken, schnell frühstücken, damit wir Zeit haben, unsere Routen umzubauen. Passend zur Winterzeit gibt es ein Y-Food Coco, mega lecker, macht satt. Und heute Mittag kommt dann die Quappe auf den Grill. Gestern sind nur Bekannte von mir vorbeigekommen, die haben weiter oben geangelt. Die haben leider nicht so viel Glück gehabt wie mir. Das Quappenangeln ist einfach schwierig geworden die letzten Jahre. Das war früher einfacher. Woran es liegt, ist schwer zu sagen. An den milden Winter oder am akut niedrigen Wasserstand. Das Wasser ist sehr, sehr klar. Wenn ich mich da zurückerinnere, so vor 10, 12 Jahren, war das Wasser grundsätzlich mehr und trüber und man hat da tatsächlich in der Nacht 3, 4, 5 Quappen fangen können. Aber das hat die letzten Jahre massiv abgebaut. Hinzu kommt nur der massiv erhöhte Angeldruck. Natürlich ist auch nicht jeder Tag Fangtag hier beim Quappenangeln. Die Fische sind nicht jede Nacht unterwegs. Und die meisten Angler, was ich auch so am Fluss beobachten konnte oder was mir Martin auch erzählt hat, angeln nur ganz, ganz kleine Zeitfenster. Das bedeutet, die kommen abends nach dem Arbeiten raus, angeln 2, 3 Stunden und fahren wieder nach Hause. Ist ja auch schweinekalt hier draußen, aber um das Bestmögliche rauszuholen, ja, ist halt unser Plan entstanden. Lass uns doch mal 2 Tage und 2 Nächte komplett hier am Fluss bleiben, im Zelt, es uns gemütlich machen und so zu sehen, ob vielleicht doch mehr geht. Natürlich ist es so, dass früher, vor 10 Jahren, wie Martin auch sagt, wo er noch als junger Mann hier unterwegs war, mehr Fische gefangen wurden. Hat sich vieles geändert. Das betrifft aber alle Gewässer bei uns in Deutschland. Nichtsdestotrotz sind die Fische da. Wir hatten ja auch gestern Nacht gleich Glück und konnten eine fangen. Und deswegen der Plan, mal 2 Tage, 2 Nächte jetzt im Winter hier am Fluss zu bleiben und mal zu schauen, beißt vielleicht auch so eine Quappe mal tagsüber. Die meisten angeln ja nachts. Ich konnte bis jetzt auch, was ich beim Quappenangeln gemacht habe, alle Aktionen in der Dunkelheit, Dämmerungsphase oder nachts verzeichnen. Ja, tagsüber ist da nie viel passiert, weil wir tagsüber auch kaum am Fluss waren. Ja, aufgebaut haben. Ihr habt ja gestern gesehen, wie schnell das geht im Winter. Die Tage sind ratzfatz rum und die Ruten sind dann meistens erst im Wasser, wenn es dunkel wird. Aber jetzt haben wir Zeit. Jetzt gucken wir uns unser Revier hier nochmal an. Das ist nämlich ein ganz, ganz spannender Angelplatz. Und mal schauen, ob da noch was passiert, ob wir der großen Inquappe hier ein Stück näher kommen. So, ich will jetzt mal die Zeit nutzen, euch unseren Angelplatz etwas genauer vorzustellen. Warum wir genau jetzt hier uns diesen Spot ausgesucht haben. Auf der Jagd nach der Riesenquappe. Hier im unteren Bereich kommt ein kleiner Bach in den Inn. Auch ganz klares Wasser bringt das Gewässer mit sich, gar nicht groß.
Aber was natürlich Fakt ist, hier wird trotzdem Nahrung reingespült. Hier vorne an der Kante, nach dieser kleinen Sandbank, die ihr da seht, schwappt der rein. Und ich denke, solche Gebiete und solche Areale sind immer Bereiche, wo sich auf jeden Fall Fisch sammelt und Fisch vorne dran stellt. Und genau im oberen Bereich von unserem Angelplatz kommt wie eine Grenze im Wasser, ein großes Wehr. Und das ist ja klar, dass die Fische da dagegen laufen, gegen die Strömung, jetzt hier den Inn hochziehen und da oben gebremst werden. Und genau zwischen diesen beiden Hotspots liegen unsere Fallen. Ich denke, das ist nicht nur für die Quappe oder zum Quappenangeln jetzt im Winter ein guter Spot, ein guter Bereich, auch für alle anderen Fischarten. Karpfenangeln, Raubfischangeln, Weißfischangeln. Hier oben ist gleich das Wehr. Sperre im Wasser. Auf der gegenüberliegenden Seite, auf der österreichischen Seite, kommt die Strömung runter. Und hier drüben steht das Wasser und bremst ein bisschen die Strömung. Deswegen macht das hier alles zu einem ganz interessanten Angelplatz, weil wir hier vom Ufer noch nicht die Hauptströmung haben und da auch mit relativ leichten Bleien, 70 bis 100 Gramm Bleien, ganz gut angeln können, sodass die Köder in der Strömung liegen bleiben. Und hier vorne zeige ich euch mal direkt hinter meinen Ruten, wie klar der Inn aktuell ist. Ja. Also das ist locker eine Sichttiefe von über einem Meter. Ganz, ganz klares Wasser. Und wenn das Wasser jetzt drüber werden würde, die Strömung vielleicht sogar etwas zunehmen würde durch Regen. Momentan ist es zu kalt zum Regnen, es graubelt schon wieder leicht. Oder die oben vielleicht mehr Wasser hier durchs Wehr durchlassen. Dann denke ich, animiert es auch die Fische mehr zu ziehen, Nahrung zu sich zu nehmen. Ja, Mittagszeit, ihr hört drüben die Kirchenglocken in Österreich. Und dann animiert es natürlich die Fische mehr zu ziehen. Und es wird auch für uns Quappenangler jetzt im Winter definitiv einfacher. Naja, mal abwarten, wir müssen es auf jeden Fall probieren. Und mit der Situation zurechtkommen, die wir jetzt aktuell vorfinden. Für mich ist ja auch immer eine weite Strecke, gute 5 Stunden, hier hoch in das Revier, wo das mit den Quappen losgeht. Bei mir zu Hause gibt es die überhaupt nicht. Im Osten unten, in das Odergebiet rein, fangen sie gut Quappen. Und dann halt hier oben in Richtung der Alpen, ja, in den kalten Gebirgsflüssen. Bin gespannt, ob wir noch eine Chance bekommen. Die einheimischen Angler, Martin hat es ja euch vorhin schon im Zelt erzählt, die hier ausrücken. Gestern Abend war ja noch einiges los. Ich habe gedacht, wir sind hier Mutterseelen alleine und plötzlich, wie es dunkel wurde, kamen hier noch ein paar Verrückte raus, aber nur für 2-3 Stunden, also ganz kurze Zeitfenster geangelt und sind wieder abgehauen. Die hatten nichts, soweit wir das mitbekommen haben. Und deswegen hat der Versuch, mal wirklich 48 Stunden, 2 Tage am Stück hier zu sitzen und zu schauen, ob vielleicht auch tagsüber da was geht. Aber die Einheimischen haben gesagt, es gibt Beißfenster, die Dämmerungsphase ist top aktuell, aber auch die haben gesagt, Wasser ist zu klar, Wasserstand ist zu niedrig, teilweise zu wenig Strömung und es ist auf jeden Fall aktuell nicht einfach, hier eine Quappe ans Band zu bekommen. Aber genau das macht die Fischerei ja auch spannend und erlebnisreich, denn einfach kann jeder und wir bleiben dran. Und jetzt werde ich noch eine Rute umbauen, denn ich denke, vielleicht ein größerer Köder bringt vielleicht auch eine größere Quappe. Wir haben mit Fischfetzen geangelt, wir haben mit Tauwurm geangelt. Tauwurm brachte uns die erste Aktion und den ersten Fisch. Und jetzt werden wir mal ein schönes, stattliches Rotauge da drauf hängen und das mal probieren. Ich habe euch ja versprochen, wir wollen jetzt ein bisschen einen größeren Happen anbieten, in der Hoffnung, dass wir vielleicht auch eine bisschen größere Quappe hier ans Band bekommen. Wenn ihr daheim keine frischen Köder vorrätig habt, könntet ihr jederzeit bei www.köderfisch.de euch bestellen. Das ist jetzt kein Riesenköder,
aber ich denke, er passt genau in das Beutespektrum von einer XXL-Quappe, die wir ja ans Band bekommen möchten. Als erstes bauen wir uns schnell ein Vorfach. Das ist relativ einfach. Ich habe hier eine Mono, 0,35 mm stark. Das ist ein Fluorocarbon-Vorfach, das nehme ich sonst zum Angeln mit Gummifischen. Und das sollte als Vorfach jetzt hier beim Grundangeln doch kein Problem darstellen und sich auch schön steif an unserer Grundmontage verhalten, wenn dann doch die Bleie etwas anfangen zu hüpfen durch die Strömung. Da mache ich mir jetzt hier ein gutes Stück runter, ich sag mal so 70, 80 cm. Und benutze einen großen 2-0er Einzelhaken. Den Haken montiert ihr genauso wie beim Angeln auf Karpfen, wenn ihr euch eine Haarmontage baut. Nur diesmal lassen wir das Haar weg. Ich gehe hier hinten durch, durchs Öhr, lege mir das hinten an und wickel 7-mal zurück um die eigene Achse. Schön dicht aneinander legen, die Schnurwicklung. Und gehe dann wieder mit dem Schnurende durchs Öhr zur Hakenspitze raus. Straffe das Ganze. Achtet darauf, dass ich die Mono jetzt nicht knicken kann, dass es schön nebeneinander liegt. Hier erkennt ihr, die Wicklungen liegen alle schön dicht beieinander. Ich schneide das überstehende Ende jetzt noch ein Stück ab. Und ihr habt eine perfekte Verbindung ohne Knoten, ist ja nur gewickelt. Den Knoten nutze ich auch beim Raubfischangeln, beim Welsangeln, wenn ich einen Einzelhaken montiere. Ich habe das Vorfach jetzt extra etwas länger gewählt, ca. 80 cm, damit der Köder, falls das Blei anfängt zu wandern in der Strömung, schön mit Abstand mitwandern kann. Oben rein kommt eine Schlaufe. Unser Vorfach ist so ganz schnell und einfach fertig gebaut. Ihr könnt natürlich auch auf fertige Vorfächer aus dem Angelladen zurückgreifen, aber ich baue mir die dann am liebsten immer selbst. Da habe ich die gewünschte Schnurstärke und auch die Schnurlänge und die gewünschte Hakenform im Einsatz. So, jetzt kommen wir zu unserem Köder. Den werde ich noch etwas präparieren, um die Lockwirkung, den Duft des Köders etwas zu verstärken hier in dem kalten Wasser. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn die Fische unterwegs sind, dass sie auch auf den Köder aufmerksam werden. Ich schneide mir jetzt hier ein kleines Stück von der Rückenflosse runter und werde auch noch hier ein Stück vom Schwanz hinten wegschneiden. Dadurch verringere ich natürlich oder minimiere ich die Größe des Köders. Und durch die offenen Stellen jetzt am Rotauge kann überall schön der Geruch austreten. Und den wollen wir ja im Wasser haben. So, jetzt kommt meine Ködernadel zum Einsatz, die braucht er. Da hängt ihr jetzt einfach hier oben euer Vorfach ein. Ich gehe jetzt direkt hinterm Kopf hier an der Seite rein und schiebe meine Ködernadel bis nach oben zum Schwanzende durch. Fädle dann das komplette Vorfach durch. Und setze den Einzelhaken genau hier vorne hinterm Kopfbereich schön aggressiv rein. Seht ihr, wie schön der absteht? Und die Quappe frisst genau wie die anderen Räuber ihre Beute mit dem Kopf zuerst. Dann habe ich gute Chancen, wenn der Biss kommt, den Fisch auch sicher zu haken. Und mit dieser Anköderungsmethode, mit dem Auffädeln, übersteht euer Köder auch definitiv Gewaltwürfe und fällt nicht gleich vom Haken ab, wenn ihr zum Beispiel den Köder am Kopf oder am Schwanzbereich einfach nur einhaken würdet. So. Und die schicken wir jetzt raus. So, ihr seht, hier ist mein Vorfach mit dem Tauwurm, was die ganze Zeit draußen war. Da fehlt gar nichts dran. Da wird nichts abgeknabbert. Da fehlt kein Stück. Also mit Weißfischen oder mit Fressern haben wir definitiv Glück. Hänge ich jetzt schnell aus. Und dann schauen wir mal, ob ein größerer Happen eher das Interesse der Ruten, ja, wie man Bayern hier so schön sagt, Ruten, der Quappen weckt. Ich denke, wenn hier ein Zander vorbeikommt, würde er auch nicht Nein sagen. Auf jeden Fall ein cooler Winterköder
jetzt hier zur Raubfischjagd am Inn. Jetzt noch ein bisschen angelupft und mitgezogen, dass das Blei sich schön vorne in die Kante reinlegt. Jetzt liegt auch der Köder. Schnurwinkel bleibt gleich, wandert nicht mehr. Glöckchen aber dran. Hier seht ihr nochmal, warum unsere Wallerglocken da wirklich wie gemacht dafür sind für die Fischerei, weil sich die Krallen hier wie bei so einer Haarklammer perfekt um die Angelringe legen und ihr eine super Bisserkennung habt. Bremse ist relativ fest eingestellt. Wir haben eine 38er monophile Schnur drauf, die hält einiges aus. Und so eine Schnurstärke zwischen 0,35 bis 0,40 hat sich beim Grundangeln an den Flüssen mit den scharfkantigen Steinen am Untergrund, Muschelbänken, je nachdem was da für Hindernisse auf euch warten, immer gut bewährt. Und vor allem im Winter war es natürlich immer besser, eine monophile zu benutzen, die kein Wasser aufnimmt, als eine geflochtene. Viele haben ja geflochtene Hauptschnüre auf ihren Ruten, weil man da einen direkteren Kontakt zum Köder hat, keine Dehnung. Aber bei der Winterfischerei, wenn alles gefriert über Nacht, rate ich euch davon ab. Da werdet ihr keinen Spaß mit haben. Das Wasser dringt ins Geflecht ein, gefriert dann, die geflochtene wird richtig steif. Läuft immer schön von der Rolle ab, die Ringe können zugefrieren und die Probleme habt ihr beim Einsatz von einer Mono definitiv nicht. Und jetzt heißt es warten und während wir warten, werden wir unsere Quappe von gestern, die liegt immer noch schön auf Eis, verspeisen, die kommt jetzt in die Pfanne. Das sieht doch schon mal wieder richtig lecker aus. Im letzten Quappenvideo, Februar 2020 ist es auf meinem Kanal erschienen, haben wir euch gezeigt, wie man bei der Quappe die Haut abzieht, das Fleisch dann im Mehl wälzt, also paniert und so brät. Und diesmal werden wir sie naturbraten. Martinho hat Mehl vergessen, aber ich denke, das wird auch ganz lecker. Ein Aal kann man ja auch naturbraten oder ein Zander, schön auf der Hautseite. Und das machen wir diesmal Kopf ab. Schön gewürzt und dann freuen wir uns hier auf ein leckeres Mahl. Direkt am Wasser, frisch gefangen, also nachhaltigeres Angeln gibt es glaube ich nicht. Ganz wichtig ist jetzt nicht zu stark die Hitze, schön langsam im Bratenfett da durchziehen lassen. Die Haut hält viel von der Hitze ab und lässt das Fleisch darunter schön langsam garen. Ich freue mich drauf. Aber ich sehe bei der Pfanne, wenn es wirklich noch was hier werden sollte mit der XXL-In-Quappe, die müssen wir auf jeden Fall auf zweimal braten. Also das ist wirklich absolut lecker und absolut fangfrisch. Besser geht's nicht. Mega. Schmeckt wirklich mega lecker. Müsst ihr auf jeden Fall mal probieren. So schnell ist ein Tag rum hier beim Winterangeln. Wir haben jetzt 16.30 Uhr. Das Licht schwindet schon wieder. Ich muss jetzt nochmal die Routen neu machen. Ich werde auch eine Rute hier an dem Platz reinholen. Auf die linke Rute hat es ja gestern gebissen. Die lasse ich nochmal liegen. Und die rechte Rute mit dem großen Köfi, die werden wir hier unten, ich zeige euch das mal, was ich mir da überlegt habe. Das Wasser ist jetzt tagsüber noch ein bisschen gefallen. Ich bin jetzt hinter Martin seine Routen gelaufen, stromab gesehen. Und jetzt seht ihr hier vorne schon, die Sandbank von dem kleinen Bach guckt jetzt komplett
aus dem Wasser raus. Und hier vorne diese Kante, die fällt schön steil ab und geht wie in so eine Kehrströmung rein. Und da werden wir jetzt ein bisschen abseits von unserem Angelplatz das Rotauge nochmal präsentieren. Ich finde das eigentlich hier einen ganz coolen Platz. Hoffe nur, dass ich die Glocke dann auch höre, wenn wir oben am Zelt sitzen. Aber das werden wir jetzt nochmal probieren. Das schaut doch gut aus hier, das Eck. Ja, wenn der Wasserstand noch weiter runter geht, ist eigentlich genau das, was wir nicht wollten. Wir wollten ja ein bisschen steigendes Wasser und ein bisschen trüberes Wasser. Aber ich denke, das, was bei uns hier als Graupel runterkommt oder als Nebel, man merkt so leicht gefrorene Eiskristalle, die hier einem ins Gesicht fallen, ist vielleicht weiter oben in den Bergen Schnee. Und dann kann das Wasser natürlich nicht steigen bei den Außentemperaturen jetzt. Sieht noch super aus, der Köder. Bei dem kalten Wasser wird er natürlich bestens konserviert da draußen. Und das probieren wir jetzt noch mal die letzte Nacht, die wir haben. Da unten, wo der kleine Bach rausläuft und die Sandbank jetzt immer weiter aus dem Wasser schaut. Ja, da seht ihr, was wir meinen. Ne? Jetzt wird es dunkel. Und jetzt kommen die ganzen Angler hier ans Flussufer gefahren und beginnen mit der Quappenjagd. Jetzt kommen sie alle. Den ganzen Tag war Ruhe, kein Mensch hier. Und jetzt fahren hier plötzlich die ersten Autos am Flussufer lang. Die werden auch irgendwo auspacken. Die Rute jetzt zweimal werfen müssen. Das erste Mal war ich noch zu dicht an der Kante. Ich habe das gemerkt. Ich war direkt auf Grund, also ganz kurze Absenkphase von dem Blei. Und jetzt ein bisschen nach außen gesetzt. Da ist es richtig schön in den Drehern das Loch unten reingeflutscht. Fast 2-3 Sekunden abgesunken. Also das sieht echt gut aus. Jetzt hoffen wir nur, wenn hier noch was kommen sollte, dass wir das auch mitkriegen. Die gleiche Aktion wie gestern. Gleiche Zeit. Ganz vorsichtiger Biss. Definitiv eine Aktion. Definitiv eine Aktion. Jetzt sind sie unterwegs. Jetzt haben wir vielleicht unser Beißfenster. Schnell neu machen, wieder raus. Nächste Biss. Hängt er? Ja, hängt. Top.
direkt der nächste Biss jetzt nach dem Auslegen vom neuen Wurmbündel. Ich habe jetzt mal meinen Partner Martin Vorrang gelassen. Wir angeln ja hier als Team. Und die hängt. Die zweite ist am Band. Eben Fehlbiss, jetzt der nächste Fisch. Wahnsinn, das ist spannend. Oh, das ist eine schöne. Die werden größer, mein Güster. Das ist eine schöne. Sie werden größer. Mega. Mega, Petri. Petri. Pow! Geil. Das kommt doch unserem Zielfisch schon mal richtig nah. Geiler Fisch. Die hat schon ganz eine ansehnliche Größe da, diese Innenquappe. Mal schauen, wo es noch kommt. Ja, die Einheimischen sollten recht behalten. Seht ihr da, ne? Es gibt da Beißfenster. Und momentan haben wir eins. Quappe ab, neuer Tauwurm drauf, wieder raus. Wieder ab ins warme Zelt und auf den nächsten Biss warten. Das ist Quappenangeln hier im Winter. Petri, geil. Petri. Alter! Alter, das ist er! Das ist unsere Innenschlange. Das ist unsere Innenschlange. Die dritte Aktion, der zweite Fisch. Und das ist doch echt eine krasse Quappe. Wahnsinn. Schaut euch mal dieses Teil an. Mal hier, riesengroßer schwarzer Fleck hinten. Das Tigermuster. Ja, und die anderen mit Würmern, komplett tief geschluckt. Und hier mit dem Köfi. Zwar oben im Kiefer sicher, aber ganz, ganz knapp. Boah. Und mal eine Zange. Schaut euch mal diese Quappe an. Schlängeln sich wie ein Aal. Ein Muster wie so ein Gepard. Die könnte ihre 60 haben. Das ist schon ein geiler Fisch. Eiskalt. Wahnsinn. Haben wir doch alles richtig gemacht. Auf dem Köderfisch kam die größte. Wir haben eine Kraft in dem Schwanz. Aber es ist schon ein ordentliches Kaliber. Mega, absolut mega. Ich bin happy, ich freue mich. Nach der Mega-Quappe fängt es auch hier stärker an. Ja, fast zu schneien, kann man sagen. Der Regen wird dicker, der Graupel wird schwerer. Vielleicht erlebt man sogar noch heute Nacht
die weiße Pracht hier am Innenufer. Auf jeden Fall mega Aktion hier für unsere zweite und auch leider zeitgleich letzte Nacht bei der Quappenjagd. Drei Aktionen, zwei Fische gefangen und darunter zwei richtig starke Fische, unsere Zielfische. Und jetzt schauen wir mal, Ruten sind alle wieder scharf, alles wieder rausgeballert, ob noch was kommt. Aber wir sind schon super zufrieden und freuen uns jetzt auch hier aufs warme Zelt. Gibt noch einen heißen Tee, was Gutes zu essen. Und dann gespannt nach außen lauschen. Man hört ja hier keinen Ton, keinen Windhauch, kein gar nichts. Ob nochmal eine Glocke sich meldet. Geil, Faszination Winterangeln. Bis später. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Winterwahnsinn hat uns eingeholt, alles erstrahlt in weißer Pracht hier am Innenufer. Wir haben heute früh ein bisschen länger gepennt und ich denke die ganze Zeit, Mann, was rieselt da so auf unserem Zelt, was knistert da so? Und wie es dann hell wurde, durch den Zelteingang habe ich die weiße Pracht erkannt. Es hat irgendwann um 3 um 4 angefangen. Ich habe erst gedacht, es wäre leichter Regen. Aber ihr seht es ja selbst, richtig schöne, dicke Schneeflocken. Und das ganze Ufer, das ganze Zelt, alles weiß. Ja. Und vor allen Dingen, ist zwar wunderschön, aber heute ist unser letzter Tag hier. Wir wollten jetzt eigentlich in Ruhe alles einpacken. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt unsere Autos hier wieder wegkriegen, weil Schneeketten hatte ich jetzt keine eingeplant oder dabei. Das wäre der Hammer, ne? Erst am Anfang der Tour ein Matterschaden und jetzt am Ende der Tour müssen wir uns noch rausziehen lassen. Aber echt, echt toll. Echt super. Aber echt schön. Das erste Mal Schnee dieses Jahr. Die Routen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, nach dem Fehlbiss gestern Nacht von Martin kam keine Aktion mehr. Das Beißfenster gestern war wirklich krass. Ihr wart ja dabei. Gleich ein Fehlbiss auf den Wurm. Danach zwei Fische hintereinander, starke Fische, richtig große Fische. Vielleicht haben die Quappen auch gemerkt, was jetzt hier abgeht, dass es nochmal deutlich kälter wird, dass der Schnee kommt. Und dann haben sie nochmal richtig Gas gegeben. Der größte Fisch auf Köderfisch. Großer Köder, großer Fang. Martin seine war aber auch nicht zu verachten auf den Wurm. Also da ging es nochmal richtig, richtig schön vorwärts, alles so im Zeitfenster von einer Stunde. Da hat man gemerkt, die Fische ziehen und dann war es wieder vorbei. Guckt mal da hinten, der Pott von Martin. Wenn wir noch 5 Minuten warten, findet er den gar nicht wieder. Sieht aus wie ein Baum, komplett zugeschneit. Das Lustige wird jetzt erstmal unser ganzes Angelzeug hier von der Schneedecke zu befreien, alles wiederzufinden. Die Ködernadeln, die kleinen Teile, alles liegt hier in den Kisten. Zwar wasser- und schneedicht verpackt, aber alles ist unter einer Schneedecke. Und ob wir das jetzt alles, da müssen wir freischaufeln. Müssen wir alles jetzt freischaufeln und dann geht's Abenteuer Winterangeln weiter. Wir haben jetzt was Neues vor, eine andere verrückte Idee. Ihr seid natürlich dabei im nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Geht im Winter mal raus. Also wie ihr seht, es ist eine ganz spannende Angelzeit. Und man kann auch im Winter bei eisigen Temperaturen und Schneefall tolle Fische fangen. Bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch, euer Stefan. Ciao, ciao.